Moin, meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal geht's um das Farmen von Austauschkäfern. Austauschkäfer sind die, die man ab und zu an Bäumen findet, die so, ja, leicht golden schimmern. Diese Käfer braucht man unter anderem, um das Oldschool-Set, was man nach 120 Schreien bekommt, auf Level 3 upzugraden, was ich übrigens gerade anhab. Etwas häufiger findet man die Käfer in Ostakala, hier in diesen Wäldchen, und dazu benutzen wir natürlich unseren Schickerstein, um die ein bisschen schneller aufzuspüren, sage ich mal. Und dann zeige ich euch einfach mal, wo es die besten Farmspots gibt. Aber am Anfang, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, erstmal ein Foto von einem Käfer machen. So, meine lieben Leute, ich habe mich jetzt zum Sunakai-Schrein teleportiert, denn an diesem Schrein gibt es ein bis zwei kleine Wäldchen, wo man diesen Ausdauerkäfer mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit antreffen kann. Das heißt, da fliegen wir jetzt erstmal hin, equippen unsere Kamera und suchen uns das erste Exemplar, damit wir ein Foto machen können und unseren Shika-Sensor sozusagen darauf einstellen können. So, sind wir erstmal drüben angekommen, equippen wir am besten erstmal unser Schleichset, wenn ihr es denn habt, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch die Käfer nicht entwischen, größer. Und dann geht es nämlich los. Da haben wir an dem Baum auch schon unser erstes Exemplar. Holt am besten jetzt eure Kamera raus und schießt ein Foto von dem Käfer. Speichert das im Album ab. So. Alles klar. Jetzt gehen wir in den Shika-Sensor und wählen aus dem Handbuch den Ausdauerkäfer. Alles klar. So. Da haben wir jetzt den ersten gesammelt und jetzt verlassen wir uns einfach nur noch auf den Sensor. Ist ein Wäldchen erstmal abgefarmt, dann begeben wir uns einfach ins nächste, meine lieben Leute. So, meine lieben Leute. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt insgesamt innerhalb von 5 Minuten ungefähr, sagen wir mal 5 bis 10 Minuten, 10 Ausdauerkäfer gesammelt. Manchmal erwischen sie einem, weil ein Wildschwein oder ein paar Gegner auftauchen und die dann natürlich wegrennen. Aber ansonsten ist das eine relativ effektive Methode, um in diesem gesamten Gebiet hier diese Ausdauerkäfer zu farmen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem ganz kleinen Tutorial wieder weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat und falls es euch weitergeholfen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschüss!